Hallo, Prinzessin. Hallo. Nepomuk, was ist? Ganz außer Atem. Prinzessin, du musst fliehen. Fliehen? Warum? Wohin, Nepomuk? Der Jäger hat's mir gesagt. Der Jäger ist mein Freund. Was hat der Jäger gesagt? Er ist ganz traurig umhergeschlichen. Nepomuk hat er gesagt. Die Königin Marzipilla hat's mir befohlen. Aber es ist ein harter Befehl. Ich verstehe kein Wort. Ich habe es auch zuerst nicht verstanden. Aber dann bin ich gleich losgerannt. Also nun der Reihe nach, Nepomuk. Dass Marzipilla böse auf dich ist, Prinzessin. Das weißt du wohl. Freilich. Ich weiß nur nicht, warum. Weil du das Königreich erbst und ihr Kind leer ausgeht. Nun hat sie gehofft, sie könnte irgendeinen Grund finden, den König gegen dich zu erzürnen. Aber du tust alles, was sie befiehlt, und tust es ohne Fehl. Du hast erst gekocht und nun hütest du seit 4 Wochen die Kühe und wirst nicht widerspenstig und gibst ihr keinen Grund zum Tadel. Freut sie sich nicht darüber? Sie ist so erbost darüber, dass sie dem Jäger befohlen hat, dich zu töten. Dein Herz aber soll er ihr zum Wahrzeichen bringen. Nepomuk, das ist gewiss nicht wahr. Doch, er hat es mir gesagt. Und im Walde soll er dich verscharren. Er aber will eine Wildsau schießen und ihr dann davon das Herz bringen. Deswegen bin ich hier und sage dir, flieh. Aber wohin, Nepomuk? Das weiß ich ja auch nicht, Prinzessin. Irgendwohin, wo Marzipilla dich nicht findet. Am besten hinein in den dicken, dunklen Wald, der dort hinten beginnt. In den Wald? Aber der ist doch so groß und so finster. Und keiner weiß, was dahinter ist. Wo soll ich schlafen? Was soll ich essen? Ach, Prinzessin, mir ist ja auch ganz kläglich zumute. Ein Brot habe ich dir mitgebracht. Und meinen Regenmantel. Da geht kein Wetter hindurch. Dann nimm's. Ach, mein Guter. Ich muss ins Schloss zurück, Prinzessin. Sonst findet sich dein Vater nicht zurecht. Ich glaube, meine Stiefmutter ist eine Zauberin und hat ihn behext. Grüß ihn und tröste ihn. Ja. Leb wohl, Prinzessin. Gott wird dich beschützen. Ich bete für dich. Leb wohl! Leb wohl! Und ich muss auch davon. Leb wohl, liebe Heimat. Prinzessin sitzt am Wiesenrain und hütet ihre Kühe. Ihr Krönchen blitzt im Sonnenschein. So hütet sie die Kühe. Prinzessin sitzt am Meilenstein und weiß den Weg nicht weiter. Die Kühe gingen lange heim. Sie weiß den Weg nicht weiter. Prinzessin fällt in Stock und Stein und träumt von ihrem Schlösschen. Und morgen wird sie weitergehen, doch nimmer in ihr Schlösschen. Auf und davon ist sie, deine saubere Tochter. Ja, sauber ist sie. Lässt die Kühe einfach auf der Weide stehen und macht sich davon. Ist sie verschwunden? Mein armes Kind? Ja, wer mag sie wohl dazu gebracht haben? Ihre Faulheit hat sie dazu gebracht. Sie mag nicht arbeiten. Wo willst du hin? Irgendwohin, wo ich ungestört weinen kann. Er geht fort, ohne mich zu fragen? Ohne sich zu entschuldigen? Nun, das werde ich ihm noch austreiben. Aber wo nur der Jäger bleibt. Ja? Majestät, der Jäger lässt bestellen, sein Auftrag sei erfüllt und er schickt Ihnen dieses hier, diese Schüssel mit Fleisch. Gib her. Ja, sehr gut. Aber warum ist der Jäger nicht selbst gekommen? Warum schickt er dich?
Der Jäger lässt sich entschuldigen. Er hat sich auf den Weg in die Türkei gemacht und zu den Heiden. Dort hofft er, bessere Menschen zu finden. Davon? Ohne mich zu fragen? Ohne sich zu entschuldigen? Nun, so etwas wird nicht mehr vorkommen. Es ist gut, Nepomuk. Nimm die Schüssel und sag dem Koch, er soll's mir braten. Jawohl, Majestät. So, ich bin am Ziel. Clara wird nie wieder kommen, um ihr Erbe anzutreten. Ihr Herz brät in der Küche. Und ich werde es essen. Ich werde meinen Zauberspruch darüber sprechen und alle Eigenschaften der Toten werden in mir sein, wenn ich das Herz gegessen habe. Ein bisschen Schönheit könnte ich zum Beispiel schon gebrauchen. Es regnet und schneit. Und es ist so finster im Wald, dass ich über die Wurzeln stolpere und mit der Stirn an die Stämme stoße. Nein, ich gehe nicht mehr weiter. Hier kauere ich mich unter eine dicke Fichte, dicht an den Stamm, in den Schutz der Zweige und ziehe Nepomuks Regenmantel über mich. So. Und ein Stück Brot werde ich essen. Mich hungert's. Hallo. Erschrick nicht. Wer spricht da? Ich bin's. Ich sitze hier zu deinen Füßen, zwischen den Wurzeln. Warte, ich zünde mein Laternchen an, damit du mich siehst. So? Siehst du mich jetzt? Du bist nicht größer als meine Hand. Wer bist du? Ich bin der jüngste von 28 Brüdern. Ich bin der 28. Februar. Ich bin ein König. Worüber herrschst du? Über den heutigen Tag. Von Mitternacht bis Mitternacht. Und warum kommst du gerade zu mir? Weil es regnet und schneit. Und weil du so ein schönes Dach hast. Das ist Nepomuks Regenmantel. Ich weiß. So? Woher weißt du das? Ich weiß alles, was heute geschieht. Ich weiß auch, dass du eine Prinzessin bist. Gib mir ein Brot, Krümchen. Ich habe Hunger. Hier, du kleiner König. Danke. Weißt du, wir haben es schwer. Wir sind den ganzen Tag auf unseren kleinen Beinchen und niemand weiß uns Dank dafür. Und keiner gibt uns ein Stück Brot. Weil du aber ein gutes Herz hast, will ich dir noch etwas sagen. Der Jäger hat deiner Stiefmutter, der bösen Königin Marzipilla, das Herz einer Wildsau gebracht. Und sie hat es gegessen. Nun wird sie aber bald merken, dass es nicht dein Herz war und wird dir nachspüren. Und wehe, wenn sie dich erreicht, denn sie ist eine Hexe und ohne Mitleid. Wo soll ich aber hin? Ich habe keine Zuflucht. Doch. Du kannst zu mir und meinen Brüdern kommen. Wir wohnen mittendrin im Berge, wo Marzipilla keine Macht mehr hat. Aber wie finde ich den Weg zu euch? Den wird dir mein Stiefbruder sagen, der 1. März. Jetzt ist es Mitternacht. Da löst er mich ab und ich muss heim. Da bin ich schon. Oh, hier ist es aber gemütlich. So schön menschenwarm. Und kein Regen fällt mir auf die Zipfelmütze. Auf Wiedersehen, Prinzessin Clara. Auf Wiedersehen, kleiner König. Ich bin auch ein König. Wir sind 365 Könige und wohnen zusammen im Berge. Ich bin der älteste von 31 Brüdern. Du bist auch ein bisschen größer als der 28. Februar. Nicht wahr? Ich verstehe mich ja gut mit den Februaren, besonders mit dem 28. meinem Nachbarn. Aber weißt du, sie sind alle ein bisschen dünn. Man könnte sie umblasen. Wir Märze sind von kräftigerer Art. Hast du Hunger? Ja. Gib mir ein Krümchen. Danke.
Dein Stiefbruder meinte, du würdest mir den Weg zu eurem Berge sagen. Da musst du zuerst zum Mond. Der weist dich dann weiter. Wie komme ich aber zum Mond? Das ist doch einfach. Geh nur geradewegs auf ihn zu. Man sieht ihn zwischen den Stämmen oder überm Wald. Aber komm nur, wenn du in Bedrängnis bist. Sonst zeigt dir der Mond nicht den Weg. Jetzt aber musst du schlafen. Lehn dich gegen den Baumstamm. Ich bin auch rechtschaffen müde. Gute Nacht, König. Gute Nacht, Prinzessin. Majestät, was gibt's, Nepomuk? Ich muss Euer Majestät etwas Merkwürdiges mitteilen, was die hochwohlgeborene Königin Marzipilla betrifft. Ja, und das wäre? Bei allem schuldigen Respekt vor der Königin. Aber seit gestern ist sie merkwürdig verändert. Ich habe es auch schon bemerkt. Wie soll ich sagen? Wenn ich es aussprechen darf, sie grunzt wie eine Sau. Genau so ist es. Ich muss geradezu lachen. Da kommt sie. Das ganze Schloss muss umgebaut werden. Verstanden? Wieso umgebaut, Marzipilla, mein Schwein? Mein Täubchen, wollte ich sagen. Vor allem stört mich das Parkett. Es wird herausgerissen. Erde und Mist kommt herein. Dass man besser wühlen kann. Ja, also die Idee ist gut. Selbstverständlich lassen wir das Parkett herausrissen. Lasst mich jetzt allein. Ich muss weiter darüber nachdenken. Jawohl, wir gehen. Endlich bin ich allein. Endlich kann ich in Ruhe grunzen. Aber der Jäger, dieser Schurke, hat mich betrogen. Das war nicht Claras Herz. Immer mächtig auf allen Vieren laufen und in der Erde nach Kartoffeln und Eichen wühlen. Den Kopf in den Mist stecken, das müsste ein Genuss sein. Am Ende lebt Clara noch? Dass ich nicht gleich in meinen Zauberspiegel geschaut habe. Das hole ich jetzt nach. Wahrhaftig, da sitzt sie mitten im Wald, kaut ein Brot und ist ganz lebendig. Na, warte, dir werde ich helfen. Hallo, Prinzesschen. Bist du's, 1. März? Marzipilla hat dich im Zauberspiegel erblickt. Und jetzt ist sie dir nach. Auf, Prinzesschen. Muss ich jetzt zum Mond? Freilich. Da oben steht er ganz blass, zwischen den Stämmen. Gehst du mit mir? Ich kann dich nicht begleiten. Du musst den Weg allein finden. Leb wohl. Leb wohl, du Lieber. Ich riech's. Hier ist sie gewesen. Warte. Mit meinem Messer zerfleische ich dich, wenn ich dich einhole. Und ich hole dich ein. Deine letzte Stunde ist nahe. Ich riech's. Hier geht die Spur. Wie gut, dass ich so eine feine Nase habe. Aber es ist auch noch was anderes hier im Boden. Was ist das? Eicheln müssen das sein. Nein, Trüffeln. Wie mir die Zunge lechzt nach Trüffeln.
Das Wasser läuft mir mal zusammen. Ach was, den Bankert hole ich immer noch ein. Jetzt schmaus ich mich erstmal an den Trüffeln satt. Es wird immer heller und der Mond wird immer größer. Ich hätte nicht gedacht, dass er so groß ist. Prinzessin geht im Sternenschein, ist auf dem Weg zum Monde. Lässt er mich in sein Häuschen ein, der gute Mann im Monde? Prinzessin geht im Wald allein und sucht den Weg zum Monde. Jetzt kann er gar nicht weit mehr sein, der gute Mann im Monde. Prinzessin fragt, wo mag er sein? Dort späht er durch sein Fensterlein. Jetzt rufe ich ihn, lass mich ein, ich habe Angst, allein zu sein. Wer singt da so leichtsinnig durch den Wald? Ich bin's, Prinzessin Clara. Und wer ruft da? Ich bin's, der Mond. Bist du groß und strahlend. Danke für das Kompliment. Wenn man so alt ist wie ich, hört man dergleichen gerne. Der 28. Februar und der 1. März schicken mich zu dir. Ich weiß. Aber ich weiß auch, dass du recht leichtsinnig gewesen bist, so langsam zu gehen. Marzipilla war hinter dir her. Und ich habe mich furchtbar anstrengen müssen, um sie abzulenken. Überall auf den Weg habe ich Trüffel wachsen lassen und Eicheln hingeschüttet und Bucheckern. Hätte sie nicht so viel davon gefressen, sie hätte dich leicht eingeholt. Ich danke dir, lieber Mond. Und was nun? Zeigst du mir den Weg in den Berg, wo die 365 Brüder wohnen? So einfach ist das wiederum nicht. Wenn du bei den 365 Brüdern wohnen willst, musst du ein Tag sein, wie sie alle. Ja, das will ich gern. So einfach ist das noch einmal nicht. Weißt du, was du zu tun hast? Nein. Gleich um Mitternacht musst du anfangen, die Sterne zu putzen, musst die Wolken aufschütteln, musst dem Wind und dem Regen die Arbeit anweisen, musst der Sonne morgens und abends die Brotzeit bringen und dazwischen musst du immer noch genau die Stunden, die Minuten und die Sekunden zählen und darfst dich dabei nicht verrechnen, sonst kommt die ganze Welt in Unordnung. Das ist furchtbar anstrengend. Und öfter als einmal im Jahr hält das keiner aus. Weißt du, lieber Mond, faul bin ich eigentlich nicht. Ich werde es schon schaffen. Jetzt ist aber noch eine Schwierigkeit. Und die ist viel ärger. Es ist ja kein Tag mehr frei. Alle 365 sind besetzt. Was soll ich da tun? Die einzige Möglichkeit wäre die, dass die Sonne ein bisschen schneller läuft und noch einen Tag im Jahr herausholt. Dass sie es schafft, 366 Mal im Jahr auf und unter zu gehen. Ob sie das kann? Ja, ob sie es will. Sie klagt ohnehin schon über Atembeschwerden, weil sie den ganzen Tag auf den Beinen sein muss. Ich werde sie fragen, ob sie es tut. Ja, das musst du. Mach dich nur gleich auf den Weg. Wo geht der Weg zur Sonne? Geh auf den Berg zu, wo sie sich abends schlafen legt. Aber wird mir Marzipilla nicht nachkommen? Ich lasse es Eicheln und Bucheckern regnen, dass sie alles andere darüber vergisst. Ich danke dir, lieber Mond. Majestät, Königin Marzipilla! Ich
glaube, da ruft mich wer. Ja? Majestät, Königin. Nepomuk? Ja? Was willst du? Sie werden im Schloss vermisst. Die ganze Dienerschaft ist ausgeschickt, sie zu suchen. Hier gibt es so gute Bucheckern, Eicheln und Trüffeln. Komm her, koste. Nein, pfui Teufel. Du weißt eben nicht, was gut schmeckt. Majestät, sehen merkwürdig aus. Es wachsen ihnen die Borsten im Gesicht. Du weißt eben nicht, was schön ist. Darf ich Sie zum Schloss zurückgeleiten? Ins Schloss? Ich ins Schloss zurück? Nein, niemals. Die gute Mast hier aufgeben. Was soll ich dem König sagen? Sag ihm, er mag allein von silbernen Schüsseln essen und auf dem Parkett herumrutschen. Ich will im Raste wehen und als freie Wildsau im Walde leben. Sehr wohl, Majestät. Ich werde es bestellen. Wo kommt die goldene Sonne her? Sie kommt wohl aus dem Walde, sie kommt wohl aus dem tiefen Meer, sie kommt wohl von den Bergen her. Wo schläft die Sonne wohl zur Nacht? Schläft sie im dunklen Walde? Ist auf dem Meer ihr Bett gemacht? Dort hinterm Berg schläft sie zur Nacht. Hallo, Sonne, wo bist du? Schläfst du schon? Hier bin ich. Komm nur näher, Kind. Bin eben nach Hause gekommen und wische mir gerade den Schweiß von der Stirn. Den ganzen Tag auf den Beinen. Da wird man müde. Du bist so freundlich, dass ich mich nicht traue, meine Bitte vorzubringen. Sprich nur, man tut, was man kann. Du bist schon so müde. Und nun will ich dich bitten, dass du noch schneller läufst, damit noch ein Tag mehr herauskommt im Jahr. Und der sollst du dann sein? Ja. Kind, das ist schwer. Furchtbar schwer. Aber ich werde es versuchen. Ach. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Oh. Ich bin eben schon ein bisschen alt und asthmatisch. Geh du jetzt schon in den Berg zu den 365 Brüdern. Bis du dort ankommst, habe ich es mir ausgerechnet und überlegt. Ich muss meine Fahrtenbücher studieren und mit dem Rechenschieber die schwierigsten Sachen zustande bringen. Das ist ein Kummer für den Kopf. Und keine Freude für die Füße. Soll ich nicht lieber hier warten, bis du dir's ausgerechnet und bis du dich mit deinen Füßen besprochen hast? Sonst habe ich noch keinen Bescheid, wenn ich bei den Brüdern ankomme. Nein, geh nur zu. Ich schicke meine Botschaft mit dem Wind. Der ist lange vor dir da. Von hier aus gehst du über 7 Berge. Und auf dem 7. findest du einen großen Stein. An den klopfst du und man wird dir die Türe auftun. Und sie werden schon wissen, was du beschlossen hast? Freilich. Sie werden gerade bei der Beratung sein, ob sie dich aufnehmen sollen. Ich bitte um Ruhe. Ich eröffne hiermit die Sitzung des Ältestenrates der 365 Brüder. Auf der Tagesordnung stehen 2 Punkte. Erstens, Antrag des 1. März, ja, einen 366. Tag einzuführen und dafür Prinzessin Clara zu bestimmen. Punkt 2, Beschwerde über unzureichende Verpflegung.
Zu Punkt 1 erteile ich dem Antragsteller, dem 1. März, das Wort. Ich habe gar nicht viel dazu zu sagen. Ich finde es selbstverständlich, dass wir einem Wesen, das in Not ist, helfen und ihm eine Zuflucht bei uns gewähren. Ja. Ich finde, dieser Antrag ist eine unerhörte Zumutung. Wie ihr wisst, hat uns die Sonne mitgeteilt, dass sie unmöglich in jedem Jahr einen 366. Tag erlaufen kann. Sie ist bereit, alle 4 Jahre einen Tag zuzulegen. Das ist nun wirklich das Höchste, was man von der alten Dame verlangen kann. Wie kommen wir denn aber dazu, dieser Prinzessin Clara, dieser hergelaufenen Person zuliebe, einen neuen Tag einzuführen? Ich bin gegen diesen Antrag. Wer ist für den Antrag? Der 1. Februar und der 1. März. Also 2 Stimmen. Wer ist gegen den Antrag? Alle übrigen. Ich stelle also fest, dass der Antrag, Prinzessin Clara bei uns aufzunehmen, mit 8-2 Stimmen abgelehnt ist. Ich komme nun zu Punkt 2 der Tagesordnung. Beschwerde über unzureichende Verpflegung. Niemand kümmert sich um unser leibliches Wohl. Jeder kocht sich recht und schlecht ein Süppchen aus Gras und Brombeeren. Der Kohl ist immer angebrannt, das Fleisch immer versalzen, die Butter immer ranzig. Ich schlage deshalb vor, wir sehen uns nach einer geeigneten Köchin um. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Ich finde, die Ernährungsfrage ist ernst genug. Da soll man nicht lachen. Erst lehnt ihr den Antrag ab, die Prinzessin Clara aufzunehmen. Und dann wollt ihr euch nach einer Köchin umsehen. Warum nehmt ihr nicht die Clara als Köchin? Sie hat nur alle 4 Jahre einen Tag Dienst. Und in der übrigen Zeit kann sie für uns kochen. Ich schlage vor, die Abstimmung zu Punkt 1 zu wiederholen. Also gut. Wer ist dafür, die Prinzessin Clara bei uns aufzunehmen? Wie? Alle? 12-0. Angenommen. Der Magen hat uns zum Edelmut gezwungen. Jetzt fragt sich's nur, wo flicken wir den neuen Tag ein? Weil sie den 28. Februar und mich den 1. März zuerst kennengelernt hat, denke ich, setzen wir sie dazwischen. Horcht, da kommt sie. Herein. Grüß Gott, die Herren. Ist es erlaubt, einzutreten? Freilich, wir warten schon auf dich. Sei uns willkommen, Prinzessin. Willkommen, 29. Februar.